Die Ligen nehmen wieder ihren Betrieb auf und auch eine unserer Lieblingsligen. Die dritte Liga geht in den 10. Spieltag. Marcello, bist du bereit? Ich bin bereit und freue mich drauf. Genau. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen mit unseren Videos, dann freuen wir uns auch über ein Abo, was ihr hier liegen lasst. So, wir fangen gleich an mit einem Spiel in der dritten Liga. Ja, was ein bisschen brisant ist, Wiesbaden gegen Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß Essen kommt langsam aus dem Kreuz, haben immerhin jetzt schon 9 Punkte gesammelt. Ja, muss ich dir absolut recht geben, Carsten. Sie kommen langsam wirklich ein bisschen besser in Fahrt. Ja, sie haben sich ein bisschen akklimatisiert in der dritten Liga. Sie spielen noch einen etwas anderen Fußball. Der ist zwar immer noch von einem mutigen Offensivspiel geprägt, muss ich sagen. Dennoch haben sie die Defensive dabei nicht vernachlässigt. Ja, ein bisschen stabilisiert. Trotzdem bekommen sie jetzt eine harte Aufgabe in Wiesbaden. Wiesbaden stellt aktuell mit 19 Toren die drittbeste Offensive der dritten Liga. Und Wiesbaden ist zu Hause auch noch ungeschlagen. 4 Spiele zu Hause absolviert, 2 Siege, 2 Unentschieden. Deswegen, es wird auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe. Aber aufgrund der Tatsache, dass Essen eben langsam besser in Fahrt kommt, glaube ich schon, dass sie die Möglichkeit haben, vielleicht einen Punkt zu holen. Ja, und deswegen gehe ich ein bisschen weg von dem Tipp auf den Heimsieg, sondern ich sage doppelte Chance 1x. In Kombination mit über 2,5, denn ich kann mir schon vorstellen, dass auch diesmal wieder das ein oder andere Tor fallen wird. Und für diese kombinierte Wette gibt es eine Quote von 2,15. Freiburg 1 ist sehr gut, Freiburg 2 übrigens auch. Die stehen nämlich auf dem dritten Platz in der dritten Liga und spielen beim vierten. Saarbrücken gegen Freiburg 2. Für mich der Inbegriff einer Unterpartie, einer Partie mit wenigen Toren. Warum? Saarbrücken in 4 Heimspielen erst 2 Gegentreffer kassiert. Allgemein die beste Defensive der dritten Liga mit 5 Gegentoren gegen die drittbeste Defensive mit Freiburg 2, die erst 8 Gegentreffer kassiert haben. Ja, Freiburg extrem unangenehmer Gegner. Saarbrücken tut sich offensiv extrem schwer, obwohl sie auf Platz 4 stehen. Ist Trainer Uwe Koschinat ein bisschen in der Kritik, weil er einfach den Fußball spielen lässt, den er spielen lässt. Und deswegen glaube ich hier, dass sich beide Mannschaften ein Stück weit neutralisieren werden, ohne große Torchancen im Minutentakt, sondern eher umkämpft mit wenigen Chancen. Wer hier das erste Tor macht, hat tatsächlich eine richtig gute Chance auch zu gewinnen. Und deswegen sage ich auch hier 1,95 für maximal 2 Tore im Spielverlauf. Tobias Schweinsteiger, ja, das ist der Bruder von Basti Schweinsteiger, der ist Trainer von Osnabrück. Ja, und Osnabrück spielt gegen Mannheim. Das erste Heimspiel unter seiner Leitung, der vorher in Nürnberg Co-Trainer war. Das erste Heimspiel haben sie gewonnen, 1:0. Jetzt ist das zweite Heimspiel gegen Mannheim. Mannheim auswärts ganz, ganz schwach. Erst einen einzigen Punkt geholt in 4 Auswärtsspielen. Das ist der Grund, warum sie momentan auch nur in Anführungsstrichen auf Platz 6 in der Liga stehen. Ich muss aber sagen, ich glaube, Osnabrück wäre damit zufrieden, wenn sie auf Platz 6 stehen würden, denn für sie ist aktuell nur Platz 13 drin. Osnabrück zudem in 7 von 9 Spielen unter 2,5 gespielt. Das sind auch eher so die Minimalisten. Gerade vor heimischer Kulisse legt man sehr, sehr großen Wert auf die Defensive. Und fast nur die Teams auf den Abstiegsplätzen haben weniger Tore markiert als Osnabrück. Deswegen glaube ich auch hier an eher wenige Tore. Und ich gehe auch hier auf den gleichen Tipp zu einer Quote von 1,90 für das unter 2,5. Bei Aue, Achtung Karlauer, muss man aktuell vom Schmerzgebirge sprechen, denn der Tabellenletzte hat 3 Pünktchen, da läuft gar nichts. Viele Turbulenzen, jetzt ist Heidrich gekommen als Sportdirektor, 17 Jahre nachdem er dort auch Spieler war. Und die haben 3 Pünktchen und spielen dann zu Hause gegen Meppen. Und jetzt bist du dran, Marcello. Carsten, manchmal frage ich mich, ob du zu Hause so ein Buch hast, wo du diese unfassbaren Karlauer rausholst. Schmerzgebirge. Aber ich kann ein Buch schreiben. Soll ich mal? Oh, ich wäre der Erste, der das auf jeden Fall nicht kaufen würde. nein, wie du richtig gesagt hast, Aue, ja, es geht drunter und drüber, Präsident zurückgetreten, Trainer nicht mehr da. Es wird auf jeden Fall eine schwierige Herausforderung für sie, dass sie da unten wieder rauskommen, wenn man erstmal da unten drin steht, gerade wenn man als Zweitliga-Absteiger eigentlich andere Ambitionen hatte. Aber ich glaube, dass jetzt ein bisschen Druck durch die Mannschaft gegangen ist. Die Mannschaft merkt jetzt auch, oh, so viele verantwortliche Personen sind weg, weil wir schlecht gespielt haben. Das nagt schon an dem einen oder anderen persönlichen und auch mannschaftlichen Schicksal, sage ich mal. Und deswegen, Carsten, ich sage auch diesmal, es wird der erste Sieg von Aue, 2,05 für den Heimsieg der Schmerzgebirgler. So, da wir doch gerade so in Spiellaune sind, habe ich hier nochmal einen Hinweis für euch, unseren Predictor. Duisburg gegen Halle.
Da habe ich übrigens auch Schmerzen. 1,95 Sieg Duisburg. Punkt. Elversberg Verl. Ja, man könnte wieder auf Elversberg gehen, die natürlich richtig gut sind, Tabellenführer, eine unfassbar gute Form haben. Aber ich sage, die Quoten sind mir zu niedrig, als dass ich auf den Heimsieg gehen würde. Deswegen sage ich über 3,5 Tore. Mindestens 4 Treffer im Spielverlauf. Es werden einige Tore fallen, vermutlich sogar auf beiden Seiten. Und dafür gibt es eine hohe Quote, die höchste Quote des Spieltages für mich hier in der dritten Liga, und zwar eine 2,40. Da haut er mal einen raus, der Marcello. So, und dann kommen wir zu Dortmund 2, BVB 2 gegen den Tabellenzweiten, gegen die Löwen, TSV 1860 München. Überraschend hohe Quoten auf die Löwen, die aktuell auf Platz 2 stehen, die den Großteil ihrer Spiele gegewonnen haben, die auf jeden Fall die Ambition hegen, nach oben zu gehen. Dortmund 2 hingegen ja eher unten im unteren Drittel angesiedelt, und deswegen war ich überrascht, dass die Quote 2,15 ist, und die spiele ich natürlich sofort an. 2,15, Auswärtssieg der 60er. Bayreuth gegen Dresden. 1,80, doppelte Chance x2, und Dresden mindestens 2 Tore. Diese beiden Tipps in Kombination gibt eine 1,80. Viktoria Köln gegen Oldenburg. Da bin ich eher bei der Heimmannschaft, bei den Kölnern. Auch wenn Oldenburg als Aufsteiger einen ordentlichen Job bisher macht, muss man sagen, Viktoria Köln ist zu Hause noch mal stärker einzuschätzen als eine Fremde. Deswegen sage ich 1,66 für das 1x in Kombination mit dem über 1,5. Und wir beschließen das Ganze mit dem Montagsspiel Ingolstadt gegen Zwickau. Dann haue ich da nochmal einen Heimsieg raus. Ich sage Ingolstadt qualitativ stärker einzuschätzen, plus Heimvorteil, plus Flutlicht, Montagabend, 1,90, Sieg für die Schanzer. Herrlich, wie knackig der Marcel das machen kann. Hier ist die Übersicht des 10. Spieltags in der dritten Liga. Und wir wünschen euch ein schönes und erfolgreiches Wochenende. Bis dahin.